Hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Flash, heute mit dem Spiel Cookie Clicker. Ich habe den Hype natürlich mitbekommen, besonders auf Twitter, und dachte mir, ich werde es jetzt einfach mal angehen, da fährt auch schon der erste Zug vorbei. Abonniert mich für mehr Züge, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt hingehen und das so weit wie möglich spielen, natürlich erkläre ich das auch, also das wird ein, ich sag mal, recht langes Let's Flash. Ich werde auf jeden Fall auch vorspulen. Denn das dauert sonst ein bisschen zu lange. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es dauert, bis zur Zeitmaschine zu kommen. Aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass ich so oft klicken muss, könnte das schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe mir da jetzt auch eine kleine Hilfe besorgt. Und zwar einen Speed-Auto-Clicker. Sprich, also ich klicke ja gerade hier auf den Keks. Bekomme dafür dann jeweils einen Keks. Und dann kann ich mir durch die Kekse, also insgesamt gerade 158, hier rechts Upgrades kaufen. Unter anderem eben den Cursor, sieht man ja hier. Der schwirrt jetzt hier um den Keks herum und drückt dann alle 10 Sekunden ein einziges Mal, ohne dass ich irgendetwas tue, drauf. Und dann bekomme ich eben einen Keks. Tipptopp, oder? Hier sieht man dann auch, welche Stufe das hat. Und das vermehrt sich dann natürlich auch hier. Die Grandma ist auch recht nett. Die wirft einem wirklich, ohne dass ich irgendetwas mache, Kekse zu. Sieht man ja jetzt gerade hier, die produziert die und wirft die dann hier durchs Bild. Ist also eine ganz liebe Oma. Und ich werde jetzt einfach mal eben mit K, achso, das Spiel und alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr mal zocken wollt. Mit K kann ich dieses Speed-Auto-Klicken aktivieren. Wie man sieht, ist das sehr effektiv. Ich meine, okay, es ist im Grunde Rumcheaterei, aber ich will jetzt auch nur zeigen, wie das Ganze, ja, im Grunde aussieht und wie das nachher abgeht. Ich habe das eben ungefähr 20 Minuten gespielt und ich verstehe auch, warum das so einen kleinen Hype hatte, denn das macht schon, naja, es hat einen sehr starken Suchtfaktor. Und so, dann gibt es hier oben noch spezielle Upgrades, unter anderem eben so, dass man eben mehr Punkte dafür bekommt, wenn ich jetzt einmal drauf drücke. Ich weiß doch gar nicht, ob es jetzt wichtig ist, dass sie jetzt sofort oder später zu, egal, ich mache einfach mal so. Wenn ich jetzt drauf drücke, bekomme ich 2 Cookies. Das ist natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen schneller. Wenn ich das hier mache, bekomme ich, ah, jetzt müsste ich 4 haben, genau, weil einer dazu kam. Und da ich gerade dieses Verdopplungsding besorgt habe, sind es jetzt eben 4. Das hat sich schon mal tierisch gelohnt. Ich denke, das nächste, was ich dann echt besorge, ist das. Denn die Maus ist der Schlüssel zum Sieg. Hä? Warum macht er das denn nicht? Ah, so. Okay. Ich konzentriere mich jetzt wirklich nur darauf, dass meine Maus etwas, naja, stärker wird. Wenn ich jetzt den Cursor da rechts skille, bringt mir das natürlich nicht viel, denn das ist eigentlich nur, naja, dazu da, um eben diese Mäuse um den Keks zu sammeln. Also das beeinflusst jetzt nicht meine Klickrate hier irgendwie. Deswegen. Und ich glaube auch, dass das, was ich hier gerade mache, viel effektiver ist als eben die Oma oder die Farm oder die Factory. Ich warte jetzt darauf, dass ich glaube, ich 50.000 gesammelt habe. Dann skille ich diesen Scheiß da oben rechts und dann wird es interessant, denn dann kann ich auf alles skillen irgendwie. Also egal, was ich skill, das skaliert dann immer höher. Also ich glaube, für jede Sache, die ich irgendwie skille, bekomme ich dann teils 0,1 Keks mehr pro Klick. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die ganzen Sachen freischalten kann. Ich glaube, dafür muss ich erstmal die grundlegenden Teile gebaut haben, was wir auch gleich tun werden. Aber ich will jetzt erstmal zu den 50.000 hin. Deswegen würde ich sagen, spule ich einfach mal vor. So, das waren jetzt ungefähr 3 Minuten nur etwas beschleunigt und ich höre jetzt einfach mal auf. Zack. Skille jetzt das hier. Wir gucken mal eben, hier steht's ja, ne, warte mal, gar nicht wahr, hier rum geht's ja. Sind plus 4, wenn ich einmal drauf drücke, wenn ich das jetzt skille, sind es immer noch plus 4. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie was anderes skille, dann erhöht sich das. Ja, ich weiß nur nicht, was ich das skillen muss für eine Farm. Ah ja, eine Farm, okay. Seht ihr, jetzt bekomme ich 4,1 Cookie. Also ich denke mal, das bedeutet dann eben, wenn ich 10 mal drauf drücke, dass ich dann eben, ja, einen Cookie mehr bekomme. Klingt jetzt zwar ein bisschen wenig, aber wenn ich hier ein bisschen was skille, dann, wenn ich hier ein paar Omas reinklopp, Alter, wie viele passen denn da rein? Ist ja krank. Dann erhöht sich das. Okay, das erhöht sich schon mal nicht. Dann vielleicht die Farm.
Ja, 4.2. Die Factory, 4.3. Dann machen wir das mal ganz kurz. Alter, ey, das sieht so krank aus. Und jetzt, da ich so ein paar Sachen freigeschaltet habe, gibt es jetzt auch mehr Upgrades. Unter anderem eben so was wie, dass die Omas... Ach, das erhöht dann die Klickrate erst, wie scheint. Warte mal. 4,3. Wenn ich das jetzt skille... 4,3. Hä? Was ist denn das dann? Click per second. Ach so, das erhöht dann nur die Rate, wie viele die Omas hier reinwerfen, ohne dass ich irgendwas mache, wie scheint. Genau. 4,3. 4,3. 4,3. Okay, auch nicht so toll. Dann sieht man auch immer insgesamt, wie viele Cookies die insgesamt produziert haben. Hier gerade mal 500, da 500 und da auch 500. Ich meine, okay, das habe ich jetzt noch nicht so lange, aber wenn man überlegt, wie schnell ich hier Cookies bekomme, ist das dann schon, naja, ein bisschen wenig, würde ich mal sagen. Ich frage mich ja gerade, ob man die Time Machine oder so öfter skillen kann. Das wäre total krank. Da bin ich mal gespannt, aber ich schätze mal eigentlich schon. Denn die anderen Sachen kann man auch öfter machen. Wo, warte mal. Kann ich dann vielleicht hier runterscrollen später? Das weiß ich jetzt nicht. Weil Mine würde dann bis hierhin gehen. Also weiter als jetzt habe ich auch noch nicht gespielt. Deswegen. Der Hype ist völlig an mir vorübergezogen. Und dann das Shipment. Ja, vielleicht geht's bis Alchemie Lab. Aber ich schätze mal, das hier bedeutet, dass ich dann eben später runterscrollen kann. Naja. 4-3. Machen wir mal die Factory. 4-4. Das läppert sich doch. Okay. Das sieht ja interessant aus. Da hat sich jetzt aber einiges getan. Warte, was kann ich denn noch skillen? Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Tolleres. Ja, das zum Beispiel. So übertrieben, Mann. Da wären die Omas einfach mal doppelt so effizient. Dasselbe wie bei den... bei der Verdopplung der Klickrate. Was ja auch schon relativ heftig ist. Je mehr Milch ich habe, desto mehr... 9 Millionen... 9 Millionen, Alter. Das ist ein bisschen viel. Factories gain 4 mehr. Interessiert mich auch nicht. Farms. Ja, okay. Wenn ich die... Ja, wo ich will die Factory. Warte mal. Dann nutze ich das eigentlich. Ja, weil bei der Farm scheint ja echt gar nichts. 4,5. Farm, Farm, Farm. 4,6. Okay, doch. Es erhöht sich auch. Ist eben die Frage, was ich jetzt eher geupgradet bekommen will. Ich muss sagen, das ist auch jetzt selber interessant eben für mich, weil ich das selber noch nicht gespielt habe. Und bei den meisten Spielen bin ich nicht so geil darauf zu sehen, was die einzelnen Upgrades bringen. Alleine, was ich jetzt hier gerade mache, interessiert mich eben, also mich interessiert eben, wie viel sich das später hier erhöht, ohne dass ich irgendwas drücke. Also diese Klickrate ist da langweilig, hier mit dem Bot, mit dem Speed-Auto-Klicker. Aber so zu sehen, wie das eben von alleine passiert. Das Geile ist ja, man kann das einfach in den Browser aufrufen und nebenbei irgendwas anderes machen. Wenn mein PC über Nacht oder so rendert, dann kann er hier einfach mal 10 Stunden lang produzieren. Am besten auch mit dem Autoklicker. Da will ich gar nicht wissen, Alter, wie viel hätte ich denn dann, wenn ich jetzt einfach mal 10 Stunden oder so AFK gehen würde und der hier die ganze Zeit draufklickt. Boah, ich liebe sowas, ich liebe sowas. So, warte mal, 4,6, mache ich mal die Mine zum allerersten Mal. 4,10. Oh. Aber warte mal. Hä? Wenn es jetzt 4,10 sind, dann... Ach, da muss ich jetzt 10 mal draufdrücken, damit ich einen Cookie mehr bekomme, oder was? Verstehe nicht. Aber das sieht sehr effektiv aus. Also die Mine hat anscheinend sehr viel gebracht. Oh ja. Was gibt's hier noch? Boah, Alter. Minen sind doppelt so effizient. 1 Million. Hui. Das ist natürlich einiges. Boah, vor allem der Cursor kostet gerade mal 53. Pass auf, man drückt ja auch hier einzeln drauf. Ach, dadurch hat sich The Mouse Cursor twice. Alter, geil. Okay, ich muss mir auf den Cursor gehen, damit die Upgrades freigeschaltet werden. Das wusste ich natürlich nicht. Kostet 10.000. Jetzt ist es 14. 9. Okay. Hat sich leicht gelohnt. Aber pass mal auf, wir machen jetzt mal auf 20.000 eben. Und dann gehe ich gleich einfach mal mit K, also mit dem Kürzel, dass das Teil hier aktiviert wird, der Autoklicker. Gehen wir einfach mal dahin und drücken das. Alter.
Stufe 34. Oh, hat sich sogar leicht erhöht auf 9,2. Ich schätze, je teurer das Upgrade ist oder je stärker das Upgrade ist, desto eher erhöht sich da was in dem 0,1er Bereich. Oh ja, das ist geil. So tönt mich das an. The Mouse and Cursor gain Cookies for non... Okay, verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Muss ich mir gleich mal angucken. Warte mal, 9,2. Mach ich mal die Mine. 9,6. Boah, krass. Das ist bitter. Oh, das wird ein langes Let's Flash. Das wird ein langes Let's Flash. Da können wir aber von ausgehen. Und ich werde auch nicht so viel beschleunigen, wie ich eigentlich gedacht hätte. Oh, ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Da müssen wir gleich mal drauf achten. Ihr könnt jetzt zwar zurückspulen und ich sehe es auch wahrscheinlich nach der Aufnahme, aber egal. Und zwar, wenn ich hier gleich mit K alles zehnfach skille. Oh, das ist ja schon ziemlich teuer geworden, sehe ich gerade. Ups. Dann müsst ihr mal darauf achten, wie viele Mäuse sich hier drum tummeln. Was habe ich denn jetzt hier? Was ist das? Click Gains. Ach, guck mal. Na, 5 Millionen. Ey, wer hat denn so viel Geld? Ich nicht. Hm. Ich mach mal auf 40. Boah, ist das teuer. Irgendwas Neues bekommen? Ja, guck mal, da kriegst du dann echt die... Ja, okay. Ich glaube aber jetzt nicht, also gehe ich jetzt mal von aus, deswegen auch das Glaube, nicht, dass jetzt nach dem 50 Millionen Upgrade irgendwie noch ein Upgrade kommt, was weniger kostet. Habe ich jetzt aber leider auch nicht drauf geachtet, ob das so ist. Vielleicht, na wohl, nee, wenn da noch mehr kommen würde, wäre das ziemlich heftig, ey. Dann würde sich das da direkt nochmal verdoppeln. Ich hätte irgendwie 16 oder so. Hm. Ich glaube, ich spare jetzt erstmal auf das Schiff. Ja. Aber ich sehe gerade, ich kann mir dieses Dingens da holen. Diese Factory Upgrade. Ob sich das lohnt, ich weiß es nicht. Ich finde es gerade ein bisschen schade. Also ich... Warte mal, ich guck mal nach. Es gibt keinen Sound. Gibt es hier echt keinen Sound? Das wundert mich schon die ganze Zeit. Was ist denn das? Muss ich irgendwelche tolle Musik reinpacken? Aber ich meine, okay, wenn ich überlege, wie nervig wäre das denn, wenn jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Geräusche kommen pro Klick. Ich glaube, das wird mein Browser gar nicht aushalten, diese Geräusche dann irgendwie... auszusenden bei der Klickrate, die ich hier habe. Ich habe gerade eine Klickrate von 2000 pro Sekunde eingestellt und ich glaube nicht, dass das 2000 sind, die da gerade geklickt werden. Ich schätze mal so 30 oder so. Ich kann es mal auf 5000 erhöhen, wird aber nichts ändern. Mach ich mal. Hat sich da jetzt irgendwas erhöht? Ich höre es mal auf 50.000. Ja, 50.000 ist wieder ein bisschen heftig. Machen wir mal 10.000. Ne. Also in meinen Augen tut sich da nichts, oder? Kann ich jetzt nicht einschätzen. Guckt euch die Rate da oben an. Nee, das ist... Nee, warte mal. Ich kann, glaube ich, auch einfach 1000er nehmen. Oh, hups. Ja, obwohl. Doch, warte mal. Ein bisschen ist da was... Sich da was verändert. Nee, doch nicht Einbildung. Okay. Jetzt wissen wir's. Oh, ich habe 75.000. Hupsala. Was gibt's denn so? Farm gains more. Ah. Also wenn, da muss ich schon was nehmen, was ich auch wirklich skillen will. Achso, ich wollte erst mal das Schiff haben. Ich habe 9,7. 10,7. Lol. Ah ja, das sieht sehr stark nach runterscrollen aus. Wie viel bringt's? Alter, 100 Cookies per Second. Das ist nett. Jetzt nicht gerade wenig. Ja, und das Schiff kann man auch noch fett upgraden. Das Raumschiff, wie scheint. Warte. 10,7? 11,7. Boah, geil. Da geht mir einer ab, hör mal. Da, Alter, steigt das. Das ist ja krass. Ich bin gespannt, wie lange das wird. Denn ich hatte ja mal ein Let's Flash, das habe ich sogar in zwei Parts gesplittet. Habe ich nicht so oft gemacht. Das war unter anderem so ein Weihnachtsspiel irgendwie. Das geht eine Stunde, der eine Part, und der andere dann irgendwie 30 Minuten. Also da wollte ich auch unbedingt wissen, wie es weitergeht mit den Upgrades. Da konnte ich mich nicht zügeln. Was
mache ich denn jetzt? Ich frage mich, ob es sich lohnt, jetzt irgendwie was Schwachs, also was Kleines hoch zu leveln. 11,7. So, ein paar Omas. 11,8? Okay, lohnt sich nicht. Oh, ein Cookie. Keine Ahnung, irgendwie ein Achievement. Aber warte mal, vielleicht kann ich jetzt mal die Omas, 10.000. Grandmaster twice, warte mal, wie viel macht ihr denn? 22 Cookies per Second. Das ist ja echt klein, Vieh. Wenn ich überlege, wie viel das hier schon bringt. 200 pro. Ja. Aber ich probiere es mal. Ja, okay. Na, trotzdem irgendwie noch wenig, ne? Für den Preis. Obwohl, wenn ich überlege, ich kann mir 10 Omas reinstellen, aber nur ein Schiff. Da muss man echt abwägen. Aber ein Schiff bedeutet auch 100 mehr, ne? Glaube ich. Da ist dann eigentlich immer das Heftigere, das Lukrativere. Was kann ich denn jetzt hier machen? Hm. Da wird er die Grandmas. Boah, 4 Millionen, ey. Geh doch nach Hause. Million Fingers, Baby. Hm. Ich könnte jetzt hier mal auf den Cursor klicken, um den noch zu upgraden, aber... Naja. Soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Und wir erhöhen von 12 auf 200, 300, auf 13, ja. Guck mal, lohnt sich doch. Aber ich glaube, ich, wenn ich überlege, so ein Alchemielabor kostet 200.000. Ich denke, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Schiffe. Denn die scheint es richtig zu bringen. Wie viel bringt die Mine? 80 Cookies per Second, ich habe 2 Stück. Naja. Hm... 400.000 plus 30. Boah, ist das teuer. Ich komme darauf nicht klar. Ah, fuck. Ich würde jetzt aber schon interessieren. Warte, das machen wir jetzt gleich auch, sobald ich 40.000 habe. Komm. Und auf K. Zack. Oh, habt ihr gesehen? Jetzt kostet das schon 10.000 ein Cursor-Update, Alter. Jetzt habe ich 13,1. Okay. Ne, will ich jetzt auf jeden Fall einmal gemacht haben hier. Einmal hochgeskillt haben. Schon alleine, um zu gucken, ob es ein Maximum gibt. Maximale Cursor-Anzahl immer. Boah, ist das teuer. 13.000. Boah, ich bin gleich arm. Oh. Und die Rate ist eigentlich auch nicht so schlecht, sehe ich gerade. 511 per Second bekomme ich. Ich weiß jetzt nicht, ob diese 511 auch wirklich nur auf die... Ah ne, auf die Cursors. Hier sieht man das. Ich bekomme für die... Alter, was nur? 40 Cookies pro Sekunde bekomme ich durch diese ganzen Cursor, die hier drum sind. Aber ist ja klar, ich habe ja auch nur 40 Stück gekauft. Ja. Und 50 scheint nicht das Ende zu sein. Also, wie scheint... Kann ich das jetzt nochmal machen? Und also nochmal skillen und dann... gehen die enger aneinander? LOL, die... Was? Nee, ne? Wie geil ist das denn? Die stellen sie einfach hinten an oder was? Und klicken dann von weitem. Ja, geil. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. What the fuck?